herzlich willkommen zurück bei AllForGame mit mir, dem Daniel, und einem erneuten FIFA 23 Video. Es ist doch jetzt schon öfters vorgekommen, dass im Stream mich jemand gefragt hat: Hey Daniel, wie sieht's eigentlich aus mit dem Taktikvideo? Kannst du mal deine Taktiken uns zeigen? So, bevor ich das jedes Mal im Stream erneut mache, habe ich mir gedacht, mache ich einfach ein separates YouTube-Video für euch, in dem ich euch drei verschiedene Taktiken zeigen werde, die für drei verschiedene Spielarten geeignet sind. Wichtig dazu zu sagen natürlich, ihr seht mein Team im Hintergrund, es ist nicht dieses Full-Meta-Team. Es ist also machbar, mit diesen Taktiken gut abzuschneiden, egal ob Weekend League oder Rivals. Rivals bin ich immer Top 200 dabei, das höchste war jetzt Platz 55. Und es ist möglich, es ist natürlich auch wesentlich viel, viel leichter, wenn du ein volles Meta-Team hast, ne? Ginola, Jairzinho, Mbappé, mit dem funktioniert es natürlich auch. Aber genauso will ich euch sagen, mit einem Non-Meta-Team ist es möglich. Man sieht oftmals auf YouTube irgendwelche Taktikvorlagen von irgendwelchen E-Sport-Profis und so. Man kann da den Leitfaden nehmen und ausprobieren. Ich habe immer das Problem gehabt mit diesen Taktiken. Meine Taktiken von denen haben nicht immer so funktioniert, wie sie hätten funktionieren sollen, laut den E-Sportlern her, weil man einfach vom Teamunterschied doch so krasse Unterschiede hatte. Jeder E-Sportler spielt Hulit, Vira, Jairzinho, Ginola, Mbappé. So, natürlich bewegen die sich ganz anders bei Taktiken als normalere Spieler, sagen wir es mal so. Dementsprechend versuche ich euch mit dieser Videoreihe Taktiken an den Mann zu bringen, die auch für euch funktionieren können, nicht nur für E-Sportler an sich. Und ich hoffe, es gefällt euch. Es sind drei verschiedene Taktiken, wie gesagt. Es werden auch drei verschiedene Videos werden. Der Vorspann wird aber immer der gleiche sein. Deswegen wundert euch dann nicht, dass ihr vielleicht auf dem gleichen Video seid. Schaut einfach auf den Titel des Videos. Und ja, natürlich sind wir auch dementsprechend immer live auf Twitch und probieren neue Taktiken aus. Falls ihr da irgendwelche Fragen zu den Taktiken oder so habt, könnt ihr da gerne immer reinkommen. Der erste Link in der Infobox ist der Twitch-Kanal. Schaut da einfach gern vorbei, Follow wäre ich natürlich sehr dankbar, ist natürlich kostenlos. So, ich quatsch nicht viel weiter herum und wir starten direkt in das Video hinein. Die erste Formation wird die 4-2-3-1 sein. Mit dieser Taktik, das würde ich behaupten, ist die defensivste aktuell von den drei Taktiken, stehst du hinten sicher und dein Aufbauspiel ist sehr stark basierend auf Chipbällen ausgelegt. So, zu den Anweisungen natürlich kommen wir direkt zu Beginn. Und zwar, wir gehen mit dem Stürmer, der bleibt zentral orientiert, Abwehr überlaufen, vorne bleiben. Dann fangen wir mit dem LOM an. Defensiv verstärken für Flanken in den Strafraum ist ganz wichtig, damit du einfach mehr Anspielstationen im Strafraum hast, sofern du von der anderen Seite reinschneidest, beziehungsweise überhaupt, dass sie auch besser in den Strafraum einlaufen, meines Erachtens nach. Normales Abfangstandard, Position halten Standard. Das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite für den ROM. Defensiv verstärken und für Flanke in den Strafraum. So, der ZOM. Da variieren viele Geschmäcker. Viele lassen den ZOM auf vorne bleibend. Ich bin jemand, ich habe alle drei Formationen basierend auf langsameren Aufbau gestellt. Das heißt, ich spiele meinen ZOM auf defensiv verstärken. Das heißt, ich habe hinten eine Anspielstation mehr und versuche nicht zwanghaft nach vorne zu kontern sozusagen. Weil das Problem bei dieser Formation ist, wenn du zu offensiv den ZOM stehen hast dann, und zu schnell umschalten möchtest, dann hast du nur zwei Anspielstationen vorne. Dadurch, dass Mbappé und El Shaarawy hinten stehen, beziehungsweise defensiv verstärken sollen, hast du dann nur Pirlo vorne und Balotelli. Und da bin ich dann oft nicht gezwungen, aber ich habe mich verleiten lassen dazu, dass ich Pirlo direkt mit dem Steilpass angespielt habe oder mit dem starken Pass angespielt habe und dann irgendwie versucht habe, durchzubrennen. War bei mir nicht so effektiv, dementsprechend versuche ich die Formation ein bisschen langsamer aufbauen zu lassen und dementsprechend natürlich auch der ZOM auf defensiv verstärkt. Natürlich kannst du es auch auf vorne bleiben. Je nachdem musst du ausprobieren, wie es dir am besten gefällt. So, wir kommen zu den zwei ZDMs. Diese haben beide die gleichen Anweisungen. Passwege zustellen, hinten bleiben bei Angriffe. Normal
normales Abfangstandard natürlich und ganz wichtig Mitte abdecken. Es würde auch Flügel abdecken sein, aber wir gehen auf Mitte abdecken und Position halten. So, die zwei IVs habe ich beide auf konservatives Abfangen und engere Deckung. Und die AVs, das ist jetzt auch wieder von Spieler zu Spieler anders. Ich habe meine AVs auf mit angreifend und übergreifend. Dadurch, dass ich das Spiel langsam aufziehe, wie ich euch schon vorhin gesagt habe, ist der Fall sehr oft, dass ich eine Überzahl in der gegnerischen Hälfte generieren möchte. Dazu sind die AVs sehr essentiell. Es ist halt das Problem, dass viele zu schnell dann versuchen zu kontern und dementsprechend die AVs gerade in einer Vorwärtsbewegung sind und dann kommt ein Fehlpass. Somit sind da nur noch zwei Verteidiger hinten. Dementsprechend, wenn du nicht darauf klarkommst, wenn du wirklich hinten sicher stehen möchtest und die AVs nicht zwingend vorne brauchst, kannst du diese natürlich auch gerne auf hinten bleiben bei Angriffen stellen. Ganz klar. Ich habe sie jetzt, wie gesagt, auf mit angreifend und übergreifend, weil ich sie einfach vorne brauche im Spiel. So. Jetzt kommen wir zur Taktik der Formation. Und das ist ganz easy eigentlich. Wir haben hier ausgeglichenen Defensivstil. Wir haben eine Breite von 45. Ich habe es auch versucht mit engerer Breite, 35 und so. Da hatte ich das Problem, dass sie dann doch zu oft außen durchgekommen sind, die Gegner. Dementsprechend bin ich so auf Mittelmaß auf 45 gekommen. Damit fahre ich ganz gut. Tiefe 55. Das variiert sehr stark. Es kann auch machbar sein mit einer Tiefe von 30 bzw. 40. Da ist dann bloß das Problem, da tue ich mir sehr schwer, die IVs stehen dann ein bisschen hinter der 16er Kante von dir selber und der Gegner kann dann die ganze Zeit vor deinem 16er rumspielen. Es ist zwar mit 30 bzw. 40 eine Bunkertaktik und so, aber für mich persönlich war es nicht umsetzbar, da der Gegner halt zu viel vor meinem 16er rumspielen konnte und Druck machen konnte. Das hat mir persönlich nicht so gut gefallen, deswegen bin ich auf die 55, mit der fahre ich auch sehr gut. Natürlich kann man auch da die 71 nehmen. 71, warum? 71 ist die automatische Abseitsfalle. Aber wie gesagt, die Formation ist die defensivste, die ich euch heute mitbringe. Dementsprechend bleibe ich da mit der 55. So, jetzt kommen wir zum Offensivstil, was ich ganz am Anfang auch angesprochen habe. Bei dieser Formation mache ich es oft abhängig mit langen Bällen. Also ich versuche, den Stürmer zu forcen, den Run zu machen und ihn dann mit einem langen Ball zu chippen. Das ist ganz leicht erklärt. Und zwar, wir gehen mal kurz auf die Aufstellung. Ihr seht meinen Mauscursor hier. Ich habe zum Beispiel mit Mbappé den Ball an der Außenlinie. Dann versuche ich, den Stürmer mit L1 anzuteasern, dass er den Laufweg macht. In dem Moment, wo ich sehe, er macht den Laufweg, spiele ich mit Mbappé auf Pirlo und mit Pirlo einen Chipball auf Balotelli durch. Das klappt mit langer Ball hervorragend und in dieser Formation ist das sehr effektiv. Dementsprechend ist die Formation auch für Chipbälle sehr gut geeignet. So, Chancenverarbeitung ausgeglichen, Breite 45. Da bleiben wir einfach wie auch in der Defensivbreite. Das läuft ganz gut. Spieler im Strafraum, seht ihr selber, sind wir bei 7. Das ist ganz wichtig hier, wir sehen es nochmal hier im Hintergrund. Das ist meines Erachtens der LOM. Wenn ich einen Strich weiter nach hinten gehe, zieht er dann scheinbar nicht mit rein. Wenn ich einen Strich weiter vorgehe, macht er die Wege mehr in die Mitte. So, ganz einfach. Ecken und Freistöße bei jedem anders. Ich spiele beides auf 1, da ich meine Ecken und meine Freistöße kurz ausspiele. Wie gesagt, da könnt ihr gerne ausprobieren, wie ihr möchtet. Für mich funktioniert die Formation sehr gut. Ist auch, wie schon erwähnt, die defensivste von den drei Formationen. Versucht sie gern aus. Gebt mir gern Feedback in den Kommentaren, wie sie euch gefallen hat, was man gern verbessern könnte natürlich. Ich bin da offen für alles. Und ja, das war's eigentlich mit der ersten Formation. Wenn euch die anderen Formationen interessieren, ich versuche sie oben in der Infokarte zu verlinken. Schaut da gerne auch vorbei und lasst doch ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal oder vielleicht sogar live auf Twitch.
Ich verabschiede mich hiermit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.